Amerika, Zentrum der Finanzwelt, die Wall Street, der Dollar als die Leitwährung, einer der größten Märkte für Kryptowährungen. Was dort passiert, beeinflusst die globale Wirtschaft. Denkt an die Zinssenkung der Notenbank am 18. September. Das wird weitreichende Konsequenzen haben. Jedenfalls, dieses Jahr ist aber auch speziell einzigartig für uns in Krypto, denn die US-Wahlen, die stehen im November an und da gibt es einige Regulierungen und je nachdem, ob Trump oder Harris gewählt wird, könnten wir unterschiedlich profitieren. Also, wie werden die US-Wahlen und die Regulierungen unseren Kryptomarkt verändern? Darum geht es in dem Video. Ich wünsche dir viel Spaß und wenn du mich und den Kanal noch nicht kennst, dann klick jetzt noch schnell auf den Abo-Button, um in Zukunft mit dabei zu sein. Viel Spaß! Die Bitcoin 2024 in Nashville Ende Juli. Sie gilt als eine der größten Events in der Kryptoszene. Über 3000 Teilnehmer warteten gespannt auf bekannte Namen wie Michael Saylor, Edward Snowden oder Cathie Wood. Doch der Star des Tages war ein ganz anderer, Donald Trump. In seiner Rede kündigte er an, die USA zur Krypto-Hauptstadt und Bitcoin-Supermacht zu machen, solle er ins Weiße Haus zurückkehren. Gary Gensler, der Chef der SEC, solle am ersten Tag am besten noch gehen. Trumps Ziel, den 3 Jahre andauernden Krieg gegen Krypto zu beenden. Die USA solle das Bitcoin-Mining auch wieder stärker fördern, um nicht weiter von Ländern wie China abgehängt zu werden. Trump will zudem einen Kryptorat gründen, damit die Regeln von Menschen geschrieben werden, die die Industrie lieben, nicht hassen. Und beschlagnahmte Bitcoin-Bestände? Die will er als Grundlage für eine strategische Bitcoin-Reserve verwenden, anstatt sie einfach zu verkaufen. Nach Trumps Rede ging es direkt weiter mit Senatorin Cynthia Loomis, die eine klare Vision für diese strategische Bitcoin-Reserve vorstellte. Stolz trat sie auf die Bühne und präsentierte ihren neuen Bitcoin-Akt 2024. Loomis erklärte darin in etwa, dass sich Bitcoin als widerstandsfähig und weit akzeptiert erwiesen habe. Seit mehr als einem Jahrzehnt diene die Kryptowährung als Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel. So wie Goldreserven früher die nationale Finanzsicherheit gestärkt haben, könnte Bitcoin jetzt die USA als führende Kraft im digitalen Zeitalter positionieren. Ihr Plan? Die USA sollen in den nächsten 5 Jahren bis zu 1 Million Bitcoin anhäufen, mit einer Obergrenze von 200.000 Bitcoin pro Jahr. Diese Bitcoin dürften mindestens 20 Jahre lang nicht verkauft werden, außer um Staatsschulden zu tilgen. Damit würde sich der aktuelle Bestand von den rund 200.000 Bitcoin, den die Regierung bisher aus Strafverfahren beschlagnahmt und angesammelt hat, mehr als vervierfachen. Transparenz soll durch ein Proof-of-Reserve-System gewährleistet werden. Die Bestände würden vierteljährlich kryptografisch verifiziert werden und die Bitcoin-Adressen dann öffentlich über zugängliche Berichte auf Webseiten veröffentlicht. Hey Lieben, ich bekomme von euch viele Fragen, sei es zu einem bestimmten Coin, zu eurem Portfolio, Grundlagenthemen, Technologie, Blockchain, Web3 oder auch ganz persönliche Fragen. Hey Steffi, was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Was mir dabei auffällt, ist, vielen von uns fehlt die Zeit, sich das nötige Wissen anzueignen, weil Beruf und Familie einfach Vorrang haben, ist klar. Oder auch dann die Muße für einen Krypto-Deep-Dive, weil das Leben einfach einen einfordert. Und nicht zuletzt fehlt oft der richtige Ansprechpartner Nähe, weil die Krypto-Bubble noch so nischig ist. Um dieses Problem zu lösen, findest du jetzt unter www.misscrypto.de meine Krypto-Community. Dort tauschen wir uns in regelmäßigen Meetings tiefer aus. Die Teilnehmeranzahl ist auf 500 begrenzt, damit wir Qualität hochhalten können und vom gemeinsamen Schwarmwissen profitieren können. Klingt das gut? Dann sichere dir doch noch heute deinen Zugang auf www.misscrypto.de. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Sollte der Bitcoin-Akt doch tatsächlich umgesetzt werden, frage ich mich, dann wäre Bitcoin die erste Reserve, die so öffentlich und transparent verwaltet wird, oder? Wenn die USA tatsächlich 1 Million Bitcoin anhäufen würde, rein hypothetisch, dann besäße sie rund 170 Mal mehr Bitcoin als El Salvador momentan und etwa 5-mal mehr als MicroStrategy heute. Insgesamt würde Amerika knapp 5% der gesamten Bitcoin-Umlaufmenge halten und wäre damit nicht nur das Land mit den größten Goldreserven, sondern auch mit den größten Bitcoin-Reserven. Ist es der Reiz, etwas besitzen zu wollen, was man nicht vollständig kontrollieren kann? Der Bitcoin-Akt bleibt vorerst nur Wunschdenken. Bevor ein Entwurf zu einem Gesetz wird in den USA,
muss Loomis erstmal ihren eigenen Senat überzeugen. Dann muss das Ganze durch eine zweite Kammer, das Repräsentantenhaus. Und am Ende braucht sie noch einen Präsidenten, in dem Fall ihren Trump, der das Ganze unterzeichnet. Trumps Pro-Bitcoin-Agenda würde den Bitcoin-Enthusiasten sicherlich in die Karten spielen. Doch auch abseits von Bitcoin könnten neue spannende Kryptogesetze die Stablecoin-Landschaft in Amerika grundlegend verändern. Stablecoins stehen 2024 nicht nur in der EU durch die MiCA-Verordnung im Fokus. Ja, auch in den USA hat das Thema deutlich an Fahrt aufgenommen. Die Federal Reserve, das Finanzministerium und das Weiße Haus arbeiten an einem Rahmenwerk zur Regulierung von Stablecoins. Oft spricht man hier vom sogenannten Stablecoin Bills Data Pack. Das ist ein Entwurf und erhält einfach klare Grundsätze. Prinzipien wie Stablecoins müssen 1:1 durch Bargeld oder kurzfristige Staatsanleihen gedeckt sein. Oder strengere monatliche Überprüfungen der Reserven durch unabhängige Wirtschaftsprüfer. Oder die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften und KYC-Richtlinien. Das sind Prinzipien und die spiegeln sich auch in den letzten Verhandlungen wieder. Im April 2024 trafen sich die Abgeordneten Maxine Waters, eine Demokratin, und Patrick McHenry, ein Republikaner, die seit 22 Monaten an einem Entwurf feilen, mit dem Senatsmehrheitsführer Chuck Schumer, um Weichen für ein Stablecoin-Gesetz zu stellen. Durch die Verhandlungen von McHenry und Waters hat der Entwurf endlich an Substanz gewonnen und könnte schon bald zur Abstimmung im Repräsentantenhaus vorliegen. Auch die US-Senatorinnen Cynthia Loomis und Kirsten Gillibrand arbeiten bereits seit 2022 an der Regulierung von Stablecoins, vor allem seit dem Kollaps von Terra Luna. Ihre Stablecoin-Gesetzgebung hat sich seitdem durch mehrere Phasen entwickelt. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Und zwar, es gab einen ursprünglichen Entwurf 2022. Das war so ein allgemeiner Rahmen für die Kryptoregulierung, wobei Stablecoins da nur so ein kleiner Teilaspekt waren, also noch nicht so wichtig. Der Entwurf 2023 dann, Ende 2023, rückte dann diese Stablecoin-Regulierung stärker in den Fokus. Algorithmische Stablecoins gerieten zunehmend in Kritik. Aber ein Verbot stand noch nicht fest. Außerdem forderten Loomis und Gillibrand, dass Stablecoin-Emittenten Trustgesellschaften oder staatlich regulierte Unternehmen sein müssen. Im aktuellen Entwurf, April 2024, wurden diese Anforderungen weiter verschärft. Jetzt sollen nur noch Banken oder speziell regulierte Finanzinstitute wie Trustgesellschaften Stablecoins emittieren dürfen. Wenn ein Emittent demzufolge mehr als 10 Milliarden Dollar an Stablecoins herausgeben würde, dann müsste er sich als autorisierte Depotbank registrieren lassen. Zudem fordern sie nun ein ausdrückliches Verbot von algorithmischen Stablecoins, da diese nicht die gleiche Sicherheit wie US-Dollar gedeckte Stablecoins bieten würden. Laut des Entwurfs würden Stablecoins auch nicht als Wertpapiere eingestuft werden. Gillibrand betonte dabei den Verbraucherschutz. Um den bestmöglichen Gesetzentwurf zu erstellen, hätte man eng mit den zuständigen Bundes- und Landesbehörden zusammengearbeitet. Sie sei zuversichtlich, dass der Entwurf die notwendige Unterstützung im Senat und im Repräsentantenhaus erhalten wird. Ja, was wird jetzt passieren nach all diesen ganzen Phasen von so einem Entwurf, wenn dieser Stablecoin-Gesetzentwurf von Loomis und Gillibrand tatsächlich durchkommen würde? Die Antwort: Der Stablecoin-Markt könnte komplett auf den Kopf gestellt werden. Nehmen wir ein Beispiel. Circle, der größte in den USA ansässige Stablecoin-Emittent mit derzeit über 30 Milliarden Dollar an USDC, wäre direkt betroffen. Aktuell ist Circle, soweit ich das verstehe, kein Einlagentreuhandinstitut, was jedoch laut dem neuen Gesetz notwendig wäre, wenn ein Emittent mehr als 10 Milliarden Dollar an Stablecoins ausgibt. Circle müsste sich also strengeren Anforderungen unterwerfen, hätte aber, ich denke, gute Chancen, sich als US-konformer Stablecoin-Emittent durchzusetzen. Paxos, ein kleinerer Emittent zum Beispiel, das ist der hinter dem PayPal-Stablecoin übrigens, der ist vorerst in einer sicheren Position. Mit einer Trust-Urkunde aus New York liegt Paxos noch unter der 10 Milliarden Dollar-Marke
und würde vorerst keine größeren Anpassungen vornehmen müssen. Wäre also gut für Paxos. Weitere kleinere und neuere Emittenten jedoch, denen könnte es deutlich schlechter gehen. Es gibt strengere Auflagen, die könnten sie vom US-Markt verdrängen. Sie müssten sich auf weniger regulierte Länder konzentrieren. Das würde ihren globalen Einfluss und den Marktanteil wahrscheinlich stärker einschränken. Ja, und algorithmische Stablecoins, die wären ja dann ganz raus, vollständig verboten. Die Technologie würde keinen Platz mehr im regulierten US-Markt finden. Und dann wäre da noch, ich habe mich ganz vergessen, Tether, vielleicht einer der größten Verlierer. Tether, ganz kurz, läuft über iFinex Incorporated, das ist ein Unternehmen mit Sitz auf den britischen Jungferninseln. Das erfüllt nicht die Anforderungen des neuen Gesetzes, da nur Banken oder regulierte Finanzinstitute Stablecoins herausgeben dürften. Laut JP Morgan könnte Tether demnach stark unter Druck geraten und müsste sich viel strengeren Prüfungen unterziehen, um bleiben zu dürfen. Ich glaube jedoch nicht, dass Tether, der derzeit mächtigste Stablecoin-Emittent, den US-Markt verlassen müsste. Die Verflechtungen und gemeinsamen Interessen zwischen den USA und dem Unternehmen sind dafür einfach zu groß, oder? Und wer weiß, vielleicht kann man ja dann doch noch an der einen oder anderen Gesetzesschraube drehen. Letztendlich würde der Stablecoin-Markt in den USA deutlich ausgedünnt werden, wenn dieser Gesetzentwurf greifen würde. Von allen Kryptoentwürfen hat bisher ein kryptofreundliches Gesetz bereits das Repräsentantenhaus durchlaufen, also schon ziemlich weit. Und zwar ist es das Gesetz namens FIT21. FIT21, das steht für den Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act. Im Mai 2024 wurde FIT21 von einem republikanisch dominierten Repräsentantenhaus verabschiedet. Wie Forbes berichtet, scheine es ein echtes Interesse daran zu geben, eine überparteiliche Maßnahme zu schaffen, die die Zustimmung vom Repräsentantenhaus, Senat und der Führung der Biden-Regierung erhalten könnte. Dieser Entwurf bringt jetzt Klarheit darüber, welche Tokens als Wertpapiere eingestuft werden und welche als Rohstoffe, also als Commodities. Kryptowährungen wie Bitcoin würden zukünftig stärker von der CFTC, also der Commodity Futures Trading Commission, überwacht werden, was dieser Behörde mehr Zuständigkeiten einräumt. Doch die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Aus den Reihen der Demokraten, aber auch von Gary Gensler, man kritisierte unter anderem, dass damit Altcoins auch als dezentral eingestuft werden könnten, obwohl sie es in vielen Fällen nicht sind. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Gesetzes ist das Verbot, dass die Fed kein eigenes digitales Zentralbankengeld, also kein CBDC, einführen darf, außer der Kongress genehmigt es ausdrücklich. So, und warum wird jetzt dieses FIT21 gerade nicht schneller durchgeschleust? Was wir jetzt aktuell erleben, ist eine taktische Verzögerung bis nach den Wahlen. Denn es gibt jetzt einerseits im Repräsentantenhaus Bewegung, aber der Senat kontrolliert, von den Demokraten in dem Fall, der könnte die Verabschiedung des FIT21-Gesetzes blockieren. Selbst wenn es die Republikaner nach den Wahlen 2024 die Mehrheit im Senat erlangen, bräuchten sie immer noch einige Stimmen von den Demokraten. Das sind meistens 60 Stimmen, die man dafür braucht, um Gesetze wie FIT21 oder die Stablecoin-Regulierung durchzubringen. Sollte Trump Präsident werden und beide Kammern, also Repräsentantenhaus und der Senat, nach den Kongresswahlen republikanisch dominieren, dann könnten sich die Chancen für kryptofreundliche Gesetze erhöhen. Du siehst, es ist ein sehr enger Zusammenhang, dieses Jahr US-Wahlen, Regulierungen. Forbes merkte dazu an, wenn es dieses Jahr nicht passiert, hat die Stablecoin-Regulierung weiterhin die besten Chancen auf eine Verabschiedung, vor allem, wenn die Republikaner 2025 die Kontrolle über das Weiße Haus, das Repräsentantenhaus und den Senat haben. Aber müssen wir mal fair sein, so richtig gegen Krypto ist ja selbst die Biden-Regierung längst nicht mehr. Die zeigte sich nämlich in den letzten Monaten kryptofreundlicher. Es gab sogar noch im Sommer positive Gespräche mit Kryptounternehmen wie Michael Saylor oder Brett Garlinghouse. Doch nach Bidens Rücktritt haben wir jetzt ja ein anderes, ungeklärtes Fragezeichen. Was macht Harris? Wird Harris die Haltung der Biden-Regierung annehmen? Was denkt Harris über Krypto? Ja, Harris. Ja, sie ist bisher ein unbeschriebenes Blatt, wenn es um ihre wirtschaftliche Position geht, zumindest Stand des Videos. Und in den letzten Wochen hat sie auch kaum durchblicken lassen, wo sie konkret steht. Laut den Aussagen aus dem Weißen Haus hielt Kamala Harris im Jahr 2023 noch zumindest keine Kryptowährungen. Im Vergleich zu anderen Demokraten gilt sie als technikfreundlicher,
zeigt jedoch eine gewisse, ich sag mal vorsichtig, konservativere Haltung gegenüber künstlicher Intelligenz, also gegen ganz neuen Technologien. Beratern zufolge zeige sich jedoch Harris seit Beginn ihrer Kampagne zunehmend interessierter an Krypto und sei offen für eine innovationsfreundlichere Politik. Auf ihrer Wahlkampf-Webseite, wenn man sich so anguckt, gibt es mittlerweile einen Abschnitt über amerikanische Innovation und Arbeitnehmer. Und darunter verspricht Harris unter anderem, das Wachstum des KI-Sektors zu fördern und betont die Bedeutung der Unterstützung anderer Schlüsselindustrien der Zukunft. Krypto, Blockchain, digitale Währungen, Schlagwörter, die wurden nicht explizit erwähnt. Also hier ist Interpretationsspielraum. Scheinbar reichen aber diese Anspielungen so weit für die Branche aus. Anfang September bekundeten 88 hochrangige Persönlichkeiten, darunter CEOs und Ex-CEOs von mehreren großen börsennotierten Unternehmen, ich habe ja hier mal das eingeblendet, wer da alles dazugehört, ihre Unterstützung für Harris. Unter diesen Unterstützern befanden sich auch Vertreter der Kryptolobby, wie etwa Ripple-Mitbegründer Chris Larsen. In ihrem offenen Brief hieß es, es sei der beste Weg, die anhaltende Stärke, Sicherheit und Verlässlichkeit unserer Demokratie und Wirtschaft zu unterstützen. Könnte jetzt dieses Statement Harris unter Zugzwang bringen, auch über Kryptowährungen zu sprechen? 10. September. Man hat dieses Datum erwartet sehnlichst, denn mit Spannung war es das erste TV-Kanzler-Duell zwischen den beiden. Viele hofften, dass Harris sich endlich mal klar zu Krypto positionieren würde. Die Lobbygruppe Chamber of Progress richtete sogar im Vorfeld einen Brief an die Journalisten von ABC News. Die Wähler verdienten es zu wissen, wie die Kandidaten zu Kryptowährungen stehen, bevor sie im November zur Wahlurne gehen. Doch das Thema Krypto wurde dann nicht angesprochen. Andere Themen wie Migration dominierten die Debatte. Trotzdem reagierte der Markt sensibel. Bitcoin fiel kurzfristig um 2%, da Harris von vielen Medien eben als Siegerin der Debatte gefeiert wurde, aber ihre Haltung zu Krypto eben weiter unklar blieb. So, mein Fazit. America goes crypto, aber nicht mehr 2024. Was habe ich damit gemeint? Die USA spielt eben als Finanzzentrum eine wichtige Schlüsselrolle. Aber eben auch, wenn es um Kryptowährungen geht. Es gibt aber andere Länder, Schweiz, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate zum Beispiel, die in Sachen Kryptoregulierung schon viel weiter vorangeschritten sind. Und dagegen herrscht in den USA, einem doch so großen und mächtigen Land, viel Unsicherheit diesbezüglich. Es liegt aber dabei nicht an irgendwelchen fehlenden Entwürfen und vielleicht einer fehlenden Offenheit, sondern, wie du mitbekommen hast, es gibt Entwürfe. Es liegt einfach nur daran, dass die politisch gespaltenen Kongresse einfach Fortschritte ausbremsen. Das geht dort einfach viel langsamer. Und wir haben vor den Wahlen im November die Thematik, dass die komplette Kryptoregulation praktisch eingefroren ist. Nach den Wahlen werden die Karten neu gemischt. Sowohl im Rennen um die Präsidentschaft als auch im Kongress. Beide Lager, Demokraten, Republikaner, das spielt keine Rolle mehr. Die sind einfach grundsätzlich nicht komplett mehr kontra Krypto und alles. Die sind offen geworden. Jetzt geht es einfach nur noch darum, wer ist wie vorsichtig mit der Regulierung. Die Demokraten unter Harris werden wahrscheinlich eher vorsichtiger agieren. Egal, wer es am Ende aber wird, Trump oder Harris, Amerika wird auf lange Sicht pro Krypto gehen. Die ersten wahrscheinlich parteiübergreifenden Einigungen bekommt man eben bei der Stablecoin-Thematik. Die wird wahrscheinlich als erstes reguliert werden, denke ich, aber eben nicht mehr 2024. Komplexere Themen wie Bitcoin-Reserven oder die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den Behörden, also CFTC, SEC, die könnten eher an Trumps Versprechen hängen. Und wie das in der Politik so ist, Versprechen können sich ändern. Manche Politiker, wie Harris in dem Fall, hatten bis zum Stand des Videos noch keine klare Haltung gezeigt. Wir müssen uns also in dem Fall erstmal auf alles einstellen und damit auf die ein oder andere Turbulenz im Kryptomarkt. So, das war das Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bleib so wie ich von Krypto fasziniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.